Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Dschungel-News. Und gestern ist es geschehen. Ich würde ja schon fast sagen, einige Zuschauer haben es auch gehofft. Ania Elsner ist raus aus dem Dschungel. Und genau damit werden wir uns heute beschäftigen. Nachdem Cora Schumacher freiwillig das Handtuch geworfen hat, Sarah Kern bereits draußen ist, folgte nun auf Platz 3 Ania Elsner. Und es war eigentlich schon abzusehen, denn Ania Elsner hat nicht so die größte Fanbase, hat sich aber auch mit einigen Aussagen im Dschungelcamp ziemlich unbeliebt gemacht. Zumindest bei den Zuschauern. Das besprechen wir heute im Ganzen und gucken uns natürlich auch nochmal die Szenen an. Ich habe ein Interview für euch, welches in der Stunde danach gezeigt wurde. Das kann ich euch zeigen und natürlich auch die Reaktion von Ania Elsner selbst, als es denn soweit war und sie erfahren hat, sie muss raus. Meine Lieben, ansonsten würde ich sagen, wenn ihr gerne YouTube-Videos zum Dschungel seht, fühlt euch herzlich eingeladen, euch unserer mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen. Heute Abend bin ich für euch live um 21 Uhr und um 14 Uhr gibt es heute ein weiteres Dschungel Update. Heute natürlich auch eine große Ania-Einschätzung meinerseits. Ich habe ja schon öfter so ein bisschen das gesagt, was ich über sie denke. Aber heute haben wir nochmal, sagen wir mal, ja, wie formuliere ich das? Nochmal einen Grund, über sie zu sprechen. Und ich würde sagen, ich quatsche jetzt gar nicht mehr lange und schalte direkt erstmal in die Szene rein, wo Ania Elsner erfahren hat, dass sie, ja, das Dschungelhotel, den Dschungelurlaub verlassen muss. Feuer frei. Und das Camp am heutigen Tag muss verlassen. Anja. Hier mache ich mal eine ganz kurze Pause, weil es war schon ganz interessant zu sehen. Vielleicht habt ihr das, ich versuche nochmal zurückzuspulen. Hier seht ihr so eine Hand bei Heinz Hönig, ja, weil Heinz Hönig ist ja mitnominiert gewesen. Und wenn man noch weiter zurückspult, da seht ihr ihn. Tim. Tim hält Heinz die Schulter und ist für ihn da. Das ist mir sehr auffällig schon gewesen, dass bei den Nominierungen oft Tim mit den warmen Berührungen da ist. Das haben wir auch schon bei Sarah Kern gesehen. Es gibt da zwei Meinungen zu. Es gibt die, die sagen, Tim ist einfach ein Lieber, der möchte die Menschen auffangen. Es gibt aber auch die, die sagen, er sucht sich die Sendezeit. Das kann man jetzt sich aussuchen, wie man möchte. Aber jetzt gucken wir noch mal ganz kurz auf die Reaktion von Anja und gucken mal rein. Heinz, du bleibst. Yes. Kannst du Ciao, gar nicht. gell? Ciao, schönen Tag noch. Ciao, Ich bin schönen Tag noch. Du hast gerockt. Wen? Und Stolz. Ja, viel erzählt wird nicht, ne? Und das war die Und Szene auch das schon. Camp. Ja, das war die erste Szene, die wir uns jetzt angeschaut haben. Das war eine Stelle-Szene, erstmal nur zu sehen, wie war es, als Heinz Hönig gegen Ania angetreten ist. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe es mir so gewünscht. Ich hätte es schlimmer gefunden, wäre Heinz jetzt rausgeflogen. Ja, Heinz zeigt nicht so viel in den Prüfungen. Eigentlich gar nichts, aber ich finde ihn für den Camp-Zusammenhalt sehr, sehr wichtig. Denn ich habe das Gefühl, dass Heinz schon mit seinem Machtwort immer wieder für Ruhe sorgt und dass deswegen auch der ein oder andere Konflikt halt nicht hochgekocht ist, weil Heinz ihn halt wirklich auch ganz klar sich verbitten hat. So kann man das sagen. Und das macht er ziemlich gut. Und was ich natürlich auch schön finde, die Momente, wenn sich der Fabio um Heinz kümmert oder auch der Mike sich um Heinz kümmert, das sind halt schon schöne Momente. Und ich würde ganz gern von Heinz noch ein bisschen mehr sehen. Wir switchen jetzt gleich einmal rüber zu der Stunde danach. Ich hatte euch gestern einen Link noch in den Chat gegeben, wo ihr auf RTL Plus problemfrei gekommen seid. Ich habe viele Dankesnachrichten bekommen, dass das jetzt alles geklappt hat. Ich habe euch den Link hier auch unter dem Video einmal verlinkt. Dort auf RTL Plus könnt ihr dann die Folge sowie die Stunde danach euch auch nochmal anschauen und problemfrei, wie es aussah. Gut, ich würde sagen, ich schalte jetzt einmal rüber zu der Stunde danach und wir gucken uns das Gespräch mal an. Olivia Jones und Angie Fingererben. Wichtig ist nochmal zu betonen, dass Ania nicht lange braucht, um zu antworten, sondern dass die Zeitverzögerung zwischen ich frage etwas und ihre Antwort ist sehr lang. Und man denkt natürlich denn, dass sie zuerst das Gespräch verweigert oder nicht antworten will, aber Tatsache muss ich dazu sagen, ich glaube, das liegt anhand der Übertragung. Wir schalten mal rein. Ania, kannst du uns hören?
Ich kann euch hören, ja. Oh, Weltklasse. Erstmal ganz liebe Grüße aus Köln von Die Stunde danach. Du bist rausgewählt worden. Wie geht's dir denn bitte, Anja? Ja, es ist natürlich super schade, dass ich jetzt raus bin. Das war ein Riesenabenteuer. Ich bin so froh, dass ich an dieser Reise teilnehmen durfte. Aber ich habe es mir leider schon so ein bisschen gedacht. Ich habe versucht, optimistisch zu denken, aber irgendwo habe ich da noch so ein bisschen realistisch gedacht. Und jetzt ist es passiert, ich bin raus. Aber ich gehe mit einem lachenden Auge raus. Von daher, mir geht's gut. Also es ist alles gut. Okay, das finde ich schon mal gute Worte von ihr. Gar nicht jetzt eingeschnappt, gar nicht beleidigt, sondern sie sagt selber ganz realistisch, sie hat sich das schon gedacht. Finde ich jetzt erstmal von Anja ein gutes Statement. Hätte auch anders kommen können, ja, hätte auch wirklich ein Unverständnis sein können oder sonst was. Aber das war jetzt erstmal eine gute erste Reaktion. Aber du sagst jetzt selbst schon von dir, du hast es schon gefühlt. Warum glaubst du denn, dass die Zuschauer nicht genug für dich angerufen haben? Warum hast du nicht noch mehr von dir gezeigt? Die Geräusche dazu. Ich glaube tatsächlich, dass ich von den ganzen Campern hier die geringste Fanbase habe oder noch die unbekannteste. Ich war bisher in einem TV-Format und deswegen glaube ich, dass mich einfach noch nicht genug Leute kennen. Und ich bin dankbar für jeden, der für mich angerufen hat, aber es hat leider nicht für mich gereicht. Und ich glaube, das ist so meine Interpretation dahinter, dass ich einfach noch nicht bekannt genug bin. Ja. Auch eine gute Aussage und eine gesunde Selbsteinschätzung. Also ein Punkt ist natürlich, sie ist noch nicht so bekannt. Sie war viel zu früh im Dschungel. Das habe ich ja auch gestern im Livestream gesagt. Sie ist viel zu früh in den Dschungel gegangen. 3-4 Jahre, vielleicht noch ein bisschen TV, vielleicht noch ein bisschen, ja, vielleicht noch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit. Und dann wäre das was anderes gewesen. Aber so war sie viel zu früh in den Dschungel. Wie gesagt, ein TV-Format, welches sie nicht gewonnen hat. Was will sie da für eine große Historie zurückgreifen, dass die Zuschauer sie jetzt besonders gut leihen können? Ein anderer Punkt ist, der ihr natürlich auch auf die Füße gefallen ist, man kann ja auch als Neuling den Dschungel gewinnen, wenn man denn dann tolle Geschichten erzählt. Und Anja hat nicht so die besten Geschichten erzählt. Wir erinnern uns an diese unsäglichen Aussagen über ihre Mutter. Das war alles andere als schön. Und dann gab es noch ein paar andere Highlights über sie. Da sprechen wir aber noch drüber. Im Übrigen waren zu Gast bei der Stunde danach Dani Büchner und Matthias. Mangiapane, ich habe für mich entschieden, die Stunde danach zu meiden. Ich hatte auf Dani Büchner und Matthias Mangiapane gar keine Lust gehabt. Ja, also ich habe es wirklich ausgelassen. Und auch er hier hat sich auch zum Teil wirklich daneben verhalten. Das sind so Sachen, wenn sie spricht im Interview, beschmeißt er Dani Büchner mit Essen oder was ist da? Weil ich glaube, das sehen wir sogar gleich. Aber wir kennen dich ja von Germany's Next Topmodel. Da warst du die absolute Zicke. Und im Dschungel warst du jetzt eigentlich gar keine Zicke. Was hättest du denn gerne von dir noch gezeigt? Pausen. Also an erster Stelle war es mir wichtig, den Zuschauern zu zeigen, hey, ich kann nicht nur die GNTM-Zicke sein, ich kann auch freundlich sein, ich kann Ja, du kannst auch die Dschungelzicke sein. Also wir haben beides gehabt. Wir haben die GNTM-Zicke und wir haben die Dschungelzicke gehabt. Ich kann lustig sein, aber was die Zuschauer von mir noch nicht gesehen haben, ist diese taffe Seite. Ich wollte unbedingt rausfinden, was in mir steckt und ich wollte ganz viele Prüfungen natürlich mitnehmen. Und ich wollte noch meine Angst vor Spinnen überwinden, das habe ich leider jetzt nicht geschafft. Aber ja, ich wollte mir auch einfach selber beweisen, wie viel steckt in mir und den Zuschauern zu zeigen, hey, ich bin zwar jung und so ein bisschen zierlich, aber ich kann das. Ja, da habe ich auch noch was zu sagen. Also die eine Dschungelprüfung, wo wir sie gesehen haben, in der Trommel, hat sie grandios gemacht. Habe ich auch gesagt, gab bei aller Anja-Kritik, habe ich ganz klar gesagt, die Prüfung hat sie absolut souverän gemacht. Das war ja Kim, die abgebrochen hat, das muss man so sagen. Da hat sie für mich eine wirklich sehr, sehr gute Seite gezeigt, eine sehr... Ja, eine kämpferische Seite, das hat mir gefallen. Aber das ist halt leider auch das einzige positive Anja-Bild. Ich habe sie nicht lustig erlebt. Ich habe sie nicht witzelnd erlebt. Ich habe sie nicht, weiß ich nicht. Also das war alles nicht zu sehen. Ich habe sie eigentlich immer nur sich mit Kim im Gespräch befindend gesehen. Und sie hat sich immer den ganzen Schmutz von Kim angehört. Und dann setzte sie sich ins Buschtelefon und beschwert sich darüber, dass Kim mir das alles erzählt. Und sagt selbst, sie hat Angst vor Kim, sie zu sagen, sie will das nicht wissen. Aber letztendlich haben wir von Kim bzw. von Anja nichts Richtiges gesehen. Außer halt diese wirklich ekelhaften Aussagen über ihre Mutter. Da komme ich aber auch nochmal zu. Das war auf jeden Fall eine tolle Reise für dich. Jetzt bist du leider raus. Wem drückst du jetzt die Daumen? Wer ist dir besonders ans Herz gewachsen im Dschungelcamp?
Also ich drücke ganz, ganz fest natürlich allen die Daumen, dass sie so weit wie möglich kommen. Aber ganz besonders ans Herz gewachsen sind mir die Layla, David und der Tim. Mit denen hatte ich so die meiste Connection. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass die so weit kommen, wie sie es sich nur wünschen. Und ja, am Ende die Krone nach Hause holen werden. Anja, besten Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt gerade rausgeflogen im Dschungeltelefon für die Stunde danach. Ganz liebe Grüße aus Deutschland. Genieß jetzt das Hotel, die Dusche und komm im Hotel gut an bei deinen Liebsten. Liebe Grüße. Ja, das war die erste Reaktion von Anja Elzner. Ihr habt die gestern nur in der Stunde danach gesehen und jetzt auch bei mir. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich fand das Interview von ihr jetzt nicht schlecht. Hätte sie sich vielleicht so die gesamte Zeit gezeigt, hätte das ihr deutlich besser gestanden. Anja Elzner war für mich eine komplett Unbekannte, als sie in den Dschungel rausgezogen ist. Das heißt, ich war hier ein unbeschriebenes Blatt, komplett leer. Und denn aber durch ihr Verhalten im Camp hat sich leider bei mir ein Bild gebaut, was mir sagt, ich will sie nicht wiedersehen. Ja, also ihr hat aus meiner persönlichen Sicht der Dschungel nicht gut getan. Und da sind so einige Gründe, diese Wasserverdrängungsangst, welche wir gesehen haben, wo es zuerst darum ging, aus 80 Zentimetern in die Tiefe zu springen, was kein Problem war, aber denn dann, als es in dieser Prüfung darum ging, diesen Wasserberg hochzulaufen, das war direkt die erste Folge, sich da weinend an die Ecke zu stellen und dass es alles nicht geht, das hat mich gewundert. Natürlich diese Szene mit der Freude, mit der Ananas, das war ein bisschen merkwürdig. Die Szene mit der Spinne, wo sie so rumgebrüllt hat, war auch ein bisschen merkwürdig. Gar nicht, weil sie Angst vor Spinnen hat, sondern weil sie dann nicht einfach weggegangen ist, sondern sie stand die ganze Zeit daneben, hat rumgeplant, während Fabio und Mike sich das angeschaut haben und das Problem lösen wollten, stand sie halt daneben, hat den Fluchtweg behindert und hat die ganze Zeit rumgeschrien. Auch ein Punkt, der sehr unangenehm war. Dann natürlich diese ganze, ich finde, David Odonko Heißgeschichte. Das ist ja auch sehr diskutiert, das Thema, dass sie ja auch angeblich gesagt haben soll, dass es ihr egal ist, dass er vergeben ist. Jetzt haben wir aber schon gesehen oder ich habe es gelesen, dass sie das eigentlich gar nicht gesagt hat, sondern dass er ihr einfach nur einen falschen Untertitel gesetzt hat. Ich habe es jetzt selbst noch nicht überprüft, weil diese eine Szene ist für mich gar nicht so relevant gewesen für das gesamte Anja Elzner-Bild. Denn auch wenn sie jetzt gesagt hätte, sie macht sich nicht an den Vergebenen ran, wären die anderen Punkte trotzdem schlimm genug, dass ich über sie immer noch kein gutes Bild habe. Und das ist wirklich diese ganze Geschichte mit ihrer Mutter. Ich habe von Anfang an gesagt, ich habe ein sehr ungutes Gefühl bei einer Drohung an ihre Mutter, dass sie im Camp über sie auspacken wird. Ja? Und dann hat sie aber noch nicht mal über die Mutter ausgepackt, sondern hat denn dann Sachen erzählt, wie, dass sie sich für das Aussehen der Mutter schämt, um mit ihr auf die Straße zu gehen. Dass sie einen Buckel hätte, dass sie hässlich wäre. All solche Dinge hat sie gesagt und sie hat auch den Grund für den ja damaligen Misstrauensbruch von Mutti und Tochter genannt, dass sie heimlich geraucht hat. Und das sind alles so Aussagen, die denn dann auch mit der David Odonkor-Geschichte für mich dann irgendwann einfach so nach Drehbuch war. Als ob man irgendwie sich zusammengesetzt hat und Anja sich selbst so ein kleines Drehbuch geschrieben hat, wann sie wann was erzählen will, um irgendwie im Dschungel so ein bisschen Geschichten zu erzählen. Und für mich waren das wirklich Märchen, es waren für mich Geschichten, denn ich habe euch auch gesagt, ich möchte euch hier das Bild der Mutter nicht zeigen, weil es einfach nicht anständig ist, auch wenn sie in der Zeitung war. Nein, ich habe mir das Bild angeschaut, ihr könnt das Bild bei Bild auch euch anschauen, das Bild ist bei der Bild. Und sie ist nicht hässlich. Das ist natürlich jetzt Empfindungssache, aber es ist keine hässliche Frau. Und diese Aussagen, die Anja da getätigt hat, die waren alle Schmutz, die waren alle wirklich daneben. Und deswegen hätte sie aus meiner Sicht jetzt auch nicht verdient, weiter drin zu bleiben. Ich hätte ganz gerne sie gestern schon rausfliegen gesehen und dann erst Sarah Kerr. Nun ist es so gekommen, für mich aber wirklich auch ein verdienter Rauswurf, klingt total gemein. Nein, es ist fair, dass sie jetzt gehen musste, denn die anderen haben einfach noch ein bisschen Sendezeit verdient, aus meiner Sicht. Heinz Hönig natürlich auch. Heinz Hönig ist einfach, was das, ja, das, diese Zuschauerbindung und Campbindung betrifft, einfach wichtiger als Anja. Ich hätte mir einfach von Anja, glaube ich, diese Strukturität, die sie jetzt hier in diesem Interview hatte, zumindest in den ersten zwei Passagen, hätte ich mir für den gesamten Dschungel gewünscht. Dass sie jetzt selber die Einschätzung hat, dass sie noch nicht groß genug war für den Dschungel, ist eine sehr gute Einschätzung. Aber sie hat sich damit etwas ganz, ganz Großes verbaut, nämlich den Dschungel. Sie wird in Zukunft ja nicht nochmal in den Dschungel kommen. Das heißt, sie hat sich eigentlich jetzt schon ein sehr großes TV-Format ein bisschen kaputt gemacht, weil man sie halt nicht kannte und man sie jetzt von dieser, wie ich persönlich finde, schlechten Seite gesehen hat.
Und ich weiß nicht, ob das von ihr jetzt alles so strategisch richtig war. Aber natürlich, klar, man weiß ja selber nicht, wie man gezeigt wird. Aber man weiß selber, was man sagt. Und für mich, wie gesagt, hier ein Rauswurf, wo ich sage, hat mich nicht gewundert. Ich bin gespannt, wie Anias Weg weiter in der Medienlandschaft geht. Ich wünsche ihr alles Gute. Ja, ich habe ja keinen persönlichen Groll gegen sie. Mir ist sie einfach egal. Ich wünsche ihr alles Gute für ihren Weg. Hoffe, dass sie daraus gelernt hat. Hoffe, dass sie aufhört, über andere Menschen im TV zu sprechen. Zumindest über Menschen, die sich nicht richtig wehren können. Und dass sie hier ihren Weg geht und vielleicht noch ein bisschen, wie ich persönlich empfinde, mediale Erfahrung sammeln muss. So würde ich das formulieren. Meine Lieben, das soll es heute gewesen sein. Ein kleines Anja Elzner-Spezial. Dankeschön, dass ihr es geschaut habt. Wir sehen uns wieder heute um 14 Uhr mit den weiteren Trash News und natürlich heute Abend zum Livestream. Macht es erstmal gut. Tschüss.